So, heute hier im Test das Spaceship One von Keller Feuerwerk. Ja, sind noch alte Artikel. Die Zauberbox lassen wir jetzt weg, weil ja, wir haben nicht den entsprechenden Untergrund hier, ne? Womit fangen wir an? Ich würde sagen mit der Mega-Fontäne, mit der Samba-Fontäne, jawohl. Dann legen wir los. Die hat meine Oma früher gekauft im Dreierpack, weil Kaufland ist. Gab es die früher mal? Ja, das weiß ich noch. Glaube ich, in Bund und in Quetschen, oder? Das weiß ich gar nicht. Ja, ganz nett, wa? So, machen wir jetzt die Regenbogenfontäne. Mal auspacken. Guck mal, hab ich da einen guten Platzhalter dahin gemacht, oder? So. Ganz verpackt. Das ist natürlich ein kleiner Brand. Ja, der hat auch noch 4 Rohre, oder? Ja. Nicht so wie heutzutage 1. Ja, das ist jetzt. Ich bin das jetzt. Ja. So, jetzt die super Silberkaskade. Bei den Artikel, den konnte ich früher als Kind auch mal sehr gut leiden. Finde ich mal echt geil, ja. Das Design total geil. Ja, das auch. Na guck mal, das wird immer ein bisschen Dampf, ne? Ui. Ja, das war. Ich hatte es glaube ich angeschossen. So. Das ist die Zauberflöte. Zauberflöte, jawohl. Ja, da geht jetzt die Luzi. Geil. Nicht schlecht. So, den Vesuv. Das ist aber ein richtig guter Vulkan. Der hat auch noch eine richtig saftige Steilhöhe, eigentlich meine ich. Wenn ich mich richtig daran erinnere. Vor allem wie klein dieser Vulkan ist. Ja. Richtig cremig. So. Die Chuku Chuku. Machen wir jetzt die Glitzerstar. Das größte Kaliber aus dem Spaceship One. Ob da auch am meisten rauskommt, mal gucken. Ich bin gespannt.
Ja, ich meine, die könnte ein bisschen höher sein, ne? Aber. So, Zedröli. Ab Schuss. Ja. Oh. So, das war's. Und dann haben wir jetzt noch die Space Twister. Sind die mit Zerleger? Weißt leider du? Nicht, leider nicht. Ja, gut. Ist das schön? Dann haben wir hier weniger Gefahr. Dann nehmen wir mit zwei Stück. Jo. Gar nichts. Ach so. Ach, schade. Wie gesagt, die sind ohne. Aber. Ein kleiner Schutteffekt wäre ja auch schön, wa? Aber im Prinzip egal, dennoch ein schöner Artikel. Jo. So. Fazit unterm Strich. War das Spaceship One ist ein Top-Sortiment, was man wirklich zum Warmschießen benutzen kann. Ja, aus alten Zeiten, ne? Ja.